Schauen wir, was bei der regionalen Wirtschaft aktuell gut läuft und wo bei Unternehmen zurzeit der Schuh drückt. Schilber, Hirsch, die Emissionsabgabe, die bleibt. Die Stempelsteuer wird nicht abgeschafft. So das Resultat vom letzten Abstimmungssonntag. Wie ordnet Sie das Ergebnis für die regionale Wirtschaft ein? Ja, also aus Wirtschaftskammer tun wir uns ja politisch nicht positionieren. Ich kann ganz kurz meine persönliche Einschätzung geben. Es gibt für mich die zwei Dimensionen. Also makroökonomisch hat man eigentlich klar feststellen, dass eigentlich die Abschaffung von dieser Steuer zum BIP-Wachstum von 1,5% im nächsten Jahr geführt hat, plus Arbeitsplatz, wo man 20'000 neue hat können schaffen. Also von gesamtwirtschaftlich gesehen wär das eher gut gewesen. Die politische Diskussion ist eher darum gegangen, wer gewinnt, KMU, Startups, wen ist es? Ist es für Grosskonzerne und in der Tat für unsere Region mit vielen KMUs? Wir haben sehr wenige Rückmeldungen bekommen. Sehr viele KMU betrifft es tatsächlich nicht so. Ja, wie gesagt, die Fragestellung ist vielleicht dort auch, oder mein Ansatz wäre vielleicht, dass man vielleicht über eine neue Freigrenze würde diskutieren, dass man die ein bisschen erhöhen würde, dass man in der Tat auch die KMUs, die es betreffen könnte, oder Start-ups, dass man die würde erleichtern würde. Das hat ja dann nichts mit den Grosskonzernen zu tun. Aber grundsätzlich haben wir dort sehr wenige Rückmeldungen bekommen. Steuererleichterungen hin oder her, eins kann man sagen, die Exportbranche die boomt, auch hier in der Region. Oder? Die Uhrenindustrie hat plus 33% Exportzahlen verzeichnet im 2021. Das trotz einem starken Franken, der normalerweise der Exportschreck ist. Wieso aber jetzt aktuell gerade nicht? Ja, als Weltuhrenhauptstadt freut uns das natürlich sehr. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Nachfrage nach den Top-Brands die ist gegeben. Ist, was einen sehr grossen Vorteil gibt für die Marken, ist natürlich auch, dass sie eine gewisse Marktmacht haben. Sie können auch bei der Preissetzung haben sie eine Flexibilität. Also wenn sich Rahmenbedingungen verschlechtern, können sie sich dort mit diesen Preisen ein bisschen spielen. Zum starken Franken müssen sie heute in einer ganz anderen Situation als 2015. 2015 war es wirklich ein Schock gewesen. Die letzten 6-7 Jahre haben die Firmen nicht so wirklich ein Fitnessprogramm erlaufen können, auch Zulieferer natürlich. Also die Wettbewerbsfähigkeit konnte erhöhen. Ich darf nicht vergessen, es hat auch eine positive Seite, der starke Franken. Man kann Rohmaterialien, Teilerzeugnisse, die für die Produktion gebraucht werden, viel billiger einkaufen. Das hat natürlich sehr viele Vorteile im Kostenbereich. Und wir in der Schweiz natürlich auch viel energieeffizienter produzieren als zum Teil im Ausland. Und das soll natürlich die ganze Inflation auch bremsen. Der Export der boomt also. Das heisst auch wieder, dass die Unternehmen vermehrt finanzielle Mittel haben, auch für Investitionen. Analysten in der ganzen Schweiz gehen von einer Erholung der Investitionen aus im 2022. Wie nehmen Sie das in der Region wahr? Wird wieder vermehrt investiert? Ja, es ist in der Tat so. Wir haben schon eine sehr hohe Produktionsauslastung. Also, dort sind wir schon sehr gut drin. Und wir beobachten tatsächlich, dass Firmen jetzt vermehrt auch in die Produktion weiter investieren. Ja. Trotzdem, oder? Also man hat hohe Investitionen, die Nachfrage auch von Seiten Abnehmerinnen und Abnehmer, die ist da, es ist ganz viel billiges Kapital um. Die Unternehmen können sich relativ einfach refinanzieren. Eine klassische Überhitzung von der Wirtschaft. Wie lange geht das gut, auch hier in der Region? Das ist eine sehr komplexe Frage. Oder? Wenn wir von Überhitzung von Wirtschaft fragen, wäre es auch noch gut, hätten wir jetzt hier vier Top-Volkswirtschaftler, wo wir die Diskussion könnten führen könnten. Ich glaube, wir kommen hier nicht zu einem Ergebnis gemeinsam, wo wir stehen. Es gibt so ein paar Indikatoren, das ist klar, eben, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, die Produktionsauslastung die ist da. Wir haben eine Vollbeschäftigung eigentlich wieder, also hat sich total erholt nach Corona. Wir haben im Kanton Bern eine Arbeitslosenquote von gut 2%, in der Region etwa 3%. Also die Vollauslastung und der Fachkräftemangel ist da. Wir haben die Lohnpreisspirale, also wo aufgrund höherer Löhne, höhere Kosten, höhere Preise, wieder Forderungen nach höheren Löhnen. Das ist ein bisschen das Angstgespenst vom Ganzen. Das sieht man im Moment nicht so, ist aber etwas, das nachgelagert kann kommen. Aber was wir auch schon kurz angesprochen haben, ist natürlich die Fremdkapitalfinanzierung der KMUs, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Corona hat das auch noch mal verstärkt. Und dort, wenn natürlich dort mal eine Zinserhöhung kommt, kann das natürlich ziemlich in eine andere Richtung gehen. Ja. Also aktuell nicht dramatisch, aber im Fall von möglichen Zinserhöhungen birgt das durchaus Potenzial für Probleme. Ganz genau. Ja, so sehen es global viele Volkswirtschaften im Moment. Ja.
Viele Unternehmen leiden ja aktuell, Sie haben es angesprochen, unter Lieferschwierigkeiten, gerade von internationalen Lieferantinnen und Lieferanten. Das treibt einerseits Preise in die Höhe, erschwert aber auch Planung, sowohl die organisatorisch, auf dem Absatzmarkt, aber auch von finanzieller Seite. Wann beruhigt sich die Lage weiter? Wie nehmen Sie das wahr bei den Unternehmerinnen und Unternehmen hier in der Region? Also phasenweise, jetzt mit Dunkel, ist es sehr prekär. Oder? Ich kann das nicht repräsentativ sagen, sondern auch mit den Gesprächen, die wir haben. Es ist wirklich so, es hat sich uns auch mal schön aufgezeigt, wie vernetzt die Welt überhaupt ja ist. Oder wir wissen es, aber dort haben wir es wirklich auch zu spüren bekommen. Durch die Lockerung der Massnahmen weltweit gehen wir jetzt schon auch davon aus, dass sich das auch wieder ein bisschen wird, dass es nicht sehr langfristiger anhalten wird, weil die Märkte werden sich auch wieder regulieren. Es wird, die Partnerschaften bestehen ja, man kennt das auch, man wird vielleicht neue Partnerschaften aufbauen, was es nicht gegeben hat. Also ich glaube, die Lieferengpässe ist ein Thema, wo wir irgendwann nicht mehr gross werden darüber reden. Aber das ist auch übrigens ein Grund, warum wir heute den Nachfrageüberhang haben. Oder? Also der Konsument und die Leute wollen ausgeben und irgendwo hat man nicht im Angebot eine gewisse Lücke, wo eben auch inflationäre Tendenzen dazu bringen. Aber ich persönlich glaube, dass die Lieferengpässe-Thematik irgendwann nicht mehr gross diskutiert wird. Und das wird einhergehen mit der Auflösung der internationalen Covid-Massnahmen. Ein zweites Problem, das man ich kann sagen, neben den Lieferengpässen, das ist der Engpass, ist der Fachkräftemangel. Sie haben es angetönt. Trotzdem haben Sie gesagt, dass in der Region praktisch Vollbeschäftigung herrscht. Gleiches macht gerade in technischen Berufen, denke an Maschinen, Elektro- und Metallindustrie, wirklich zu arbeiten. In gewissen Unternehmen ist die Situation dramatisch. Wie wirkt man dem entgegen? Ja, das ist ganz schwierig. Also, wir haben ja Projekte, wo wir mehrere hundert Jugendliche in diesem Berufswahlprozess begleiten, wo wir ihnen auch aufzeigen wollen. Wir wollen sie ja nicht überreden, sondern ihnen einfach aufzeigen, was gibt es eigentlich für schöne technische Berufe, welche Karrieremöglichkeiten gibt es. Es ist ja so, in der MEM-Branche hat man eigentlich schon Jahre einen Fachkräftemangel. Aber der Fachkräftemangel würde ich nicht nur auf diese Gebiete nehmen. Der Fachkräftemangel ist eigentlich per se demografisch schon mal gegeben. Wir haben auch überall, also in verschiedenen Branchen, nicht nur in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Aber dort haben wir einfach auch aus der Region, spüren wir das natürlich aus der Industrieregion sehr stark, sehr, sehr schwierig zu handhaben. Oder? Das Einzige, was wir jetzt einfach wirklich machen können, ist Jugendliche aufzuzeigen, was gibt es für Berufe. Aber mit dem tun wir oder auch ihnen aufzeigen, wie attraktiv sie sind. Wir machen Workshops, sie können sie anschauen. Wir sind dort wie ein Vermittler von Wirtschaft und Schulen. Aber grundsätzlich können wir ja das demografische Problem nicht lösen. Und dann haben wir auch noch Themen von Ausbildungsqualität. Also klar, wir sind ein super Land, wir haben sehr viele gute Ausbildungsmöglichkeiten. Aber wir können das nie decken, wenn wir sehen, was für eine Nachfrage Arbeitskräfte in der Wirtschaft da sind. Ist ein Thema, das alle Industrienationen im Moment ein bisschen kämpfen. Also ich spreche hier das Projekt Technika von der Wirtschaftskammer Biel-Seeland, wo sie Jugendliche begeistern für technische Berufe. Ganz genau, ja. Da geht es einfach wirklich auch darum, aufzuzeigen, zum Beispiel Produktionsmechaniker, Polymechaniker. Das sind wunderbare Berufe mit unglaublichen auch Karrieremöglichkeiten. Oder? Und eins haben wir natürlich in den Jahren immer gemerkt, oder? Dass das Image von diesen Industrieberufen immer ein bisschen, ja, man geht lieber in eine kaufmännische Ausbildung, obwohl man vielleicht eher das Talent hat technisch, oder? Das ist auch sehr älterentrieben. Also die Eltern sind, das wissen wir, sind die grössten Beeinflusser bei Kindern. Welchen Beruf sie lernen sollen. Und darum machen wir ja auch immer Veranstaltungen, zuerst einen Workshop für die Jugendlichen und dann informieren wir die Eltern. Dort kommen die Fragen immer nach Karrieremöglichkeiten. Und wenn ihr heute seht, was ein Polymechaniker, der vielleicht noch eine Berufsmatur macht, was der dann für noch Möglichkeiten hat in der Berufswelt, die sind enorm und die sind sehr attraktiv. Und das wollen wir aufzeigen. Wenn ein Kind sagt, hey, das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Oder wir wollen ja nicht Leute in die Berufe bringen, die kein Interesse haben. Das ist auch ganz wichtig. Aber das sind ja Massnahmen, die langfristig angedacht sind. Ja. Fachkräftemangel. Oder? Die Unternehmerinnen und Unternehmen kämpfen aktuell mit dieser Problematik. Kann man dann auch kurzfristig etwas machen? Ja, also ich weiß jetzt nicht, was die Handhabung ist von der Wirtschaftskammer, dort kurzfristig Sachen zu machen. Wir müssen auch Unternehmen selber ein bisschen schauen, wie sie mit diesem Problem auch umgehen können. Unsere Aufgabe ist ja auch, dass wir wirklich sagen, wir können langfristige Massnahmen mitinitiieren mit den Firmen, wo wir das Gefühl haben, dass es eine Wirkung hat. Aber wie gesagt, Fokus Technik, Berufswahlwoche, sind vor allem auch
so ein Projekt für Schülerinnen, für Gesellschaft, für das wir eigentlich das aufzeigen wollen. Hey, das Berufsleben ist schön, das Berufsleben ist cool, es hat gute Jobs, schau es doch an, was dich interessiert. Aber den Fachkräftemangel mit dem zu bekämpfen, das wäre ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt. Ein komplexes Thema, wo viel zu reden gibt. Schilber Hirsch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es mit dem Info-Interview für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin beste Unterhaltung hier bei uns auf Telebilenk. Oder miteinander.